Willkommen wieder hier zurück zu The Rayman Story of Seasons. So, im letzten Part haben wir einen Otter bekommen. Wir haben einige Ressourcen gesammelt in Form von Gold, Silber, Eisen, Kupfer. Kochen hatten wir in der Folge davor beigebracht. Einen Pferdestall gebaut. Yay, wir haben einen Pferdestall. Rayman anfreunden. Yes! Aber irgendwie passiert nichts. So. Jan. Haben wir auch. Ah. Juana ist hier unten. Okay, das haben wir erledigt. Schon ist der Stall einsatzbereit. Ah, oh, das ging aber schnell. Danke, Belle. Mary wartet drin. Sie kam sofort hierher, als wir fertig waren. Also gut, ich gehe rein und sehe nach ihr. Hey, Nobita. Belle sagte, du hast jetzt einen Pferdestall. Hallo, Mary. Hast du mir das Pferd mitgebracht? Ich dachte, warte, wo ist das Pferd? Versuch's mal mit Pfeifen. Pfeifen, warum das? Frag nicht warum. Pfeif einfach mal lautlos. Wow, es kam angerannt. Ja, es kommt immer zu dir, wenn du nach ihm pfeifst. Steig auf dein Pferd und es trägt dich super schnell durch die Gegend. Aber reite nicht ins Haus. Da passt es nicht rein. Es findet übrigens alleine den Weg zurück zum Stall, egal wo du absteigst. Ah, ich gebe mein Bestes. Im Regen kann es krank werden. Lass es lieber im Stall, wenn es regnet. Okay, ich versuche es, im Regen nicht zu oft draußen zu reiten. Zusätzlich zu Ausritten kannst du mit ihm reden und seine Mähne bürsten. Gib ihm jede Menge Liebe und Aufmerksamkeit, okay? Okay. Jetzt weißt du alles. Bevor ich gehe, solltest du ihm einen Namen geben. Du willst, dass ich ihm einen Namen gebe? Na klar, es ist doch jetzt ein Pferd. Wie soll es heißen? Ja. Frag mich jetzt nicht, aber mir fällt gerade nichts anderes ein. Ich habe jetzt gerade irgendwie Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina und dann wollte ich jetzt Amadeus nehmen, weil es soll ja ein Pferd sein. Ah, ich weiß. Nennen wir ihn Amadeus. Das gefällt mir. Kümmer dich gut um Amadeus, ja? Das werde ich. Du kannst ein Pferd haben. Mit einem Pferd kannst du schnell reisen. Du kannst aber nicht auf deinem Pferd ins Haus reiten. Halte Minus und es wird zu dir laufen. Sprich mit ihm und gib ihm Leckerlis, um die Zuneigung zu steigern. Lässt du es bei Regen draußen, kann es krank werden. Also bring es bei Regen lieber in den Stall. Falls es mal krank wird, kauf unbedingt Medizin bei Steria. Okay. Du bist ein gutes Mädchen, Amma. Jetzt Sabrina nennen. Hey, es ist so ein schöner Tag. Lass uns einen Spaziergang auf dem Hof machen. Es ist doch sicher nicht schön, die ganze Zeit im Stall zu sein. Ab an die frische Luft. Hört sich das gut an? Okay, lass mich aufsteigen. Jot, Amadeus. Juhu. Pferde sind so schnell. Ich fühle mich wie der Wind. Hast du Spaß, Amadeus? Was? Was ist los? Du siehst müde aus. Du bist krank? Ich hoffe nicht. Ich sollte dich lieber zu Mary bringen. Natürlich. Das Pferd ist krank. Was denkst du? Keine Sorge, sie ist definitiv nicht krank. Ach, was für eine Erleichterung. Was dann? Das Problem, mag sie mich nicht? Das ist auch nicht. Amadeus mag dich total. Wirklich? Wie ein Pferd über dich denkt, kannst du an seinen Augen ablesen. Siehst du, wie sie dich anschaut? Also, keine Sorge, sie mag dich wirklich. Na dann? Vielleicht mochte sie es nicht so schnell zu reiten. Aber ich dachte, alle Pferde lieben es zu galoppieren. Sally sagte, sie wurde vernachlässigt, weil sie als Rennpferd aufgezogen wurde, aber zu langsam war. Vielleicht weckt das schnelle Reiten schlechte Erinnerungen. Oh. Keine Sorge, Amadeus. Ich finde dich echt schnell. Ja, und ich hoffe, dass sie eines Tages wieder Spaß am Galopp hat. Sie hat bestimmt
sie hat es bestimmt nicht immer gehasst. Kannst du mir einen Gefallen tun, Nobita? Was denn? Zeig doch Amadeus, wie viel Spaß schnelles Reiten machen kann. Es könnte etwas dauern, aber ich denke, sie wird sich noch nach und nach daran gewöhnen. Kannst du das tun? Na klar, ich will doch auch, dass sie Reiten genießt. Danke, Nobita. Keine Sorge, Amadeus, wir schaffen das. Mache ich jetzt gerade ernsthaft für das Pferd-Pferd-Geräusche? Das fällt mir jetzt erst auf. Oh Mann. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ja. Ein toller Fang. Danke, Doraemon. Und jetzt kommt gleich wieder der nächste Event, wetten. Oh nein, es kommt mal kein Event. Hui. Otti ist da. Otti, der Otter. Ah ne, Pilaf. Yoshi, Yoshi. Pilaf, der Otter. Pilaf, Pilaf, Otter, Pilaf, Pilaf. So. Na schade, hätte ja sein können, dass es schon fertig ist. Lauf ja nicht weg, kleiner Prinz. Bleib hier. So. Okay, mit ihm habe ich jetzt nichts erreicht. Ach du Raymond, du bist viel zu langsam. Okay, gut. Also, entweder jetzt die Gießkanne verbessern oder die Spitzhacke. Die Spitzhacke würde natürlich Sinn machen, aber die Gießkanne auch. Also erstmal sollte ich eh das erweitern, was am einfachsten ist. Ach schade, die Kartoffeln sind immer nicht fertig. Ich hoffe, dass die Kartoffeln richtig viel Geld geben, ne? Sie sind fertig, die Gänseblümchen. Ja, schön. Da. Hatte ich nicht eine Quest mit Gänseblümchen? Nee. Hatte ich gar nicht. War eigentlich der Meinung, ich hätte einen. Naja, egal. Trotzdem, wir lassen mal zwei Gänseblümchen hier. Ah ne, halt genau andersrum. Und die anderen vier verkaufen wir. Was bringen jetzt Gänseblümchen? 160, nein, nicht wirklich viel. Egal. Weiter geht es. Wir kümmern uns um die Tiere. Denn ich brauche auch schließlich Essen. Juni, du siehst auch heute bezaubernd aus. Erstmal alles schrubben. Nein, du solltest dich drehen. So. Und die Milch. Wunderbar. Ist das schon eine Einsammilch? Nee, ne? Ach, schade. Da bin ich noch weit von entfernt, glaube ich, dass die Milch sich qualitativ steigert. Ah, Frieda, du brauchst noch Essen, ne?
Nee. Stopp, 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 stopp. Das Huhn hat jetzt auch Essen. Und jetzt kommen wir zum Pferd. Das Pferd braucht Leckerlis. Und, Amadeus gebürstet. Und ich darf dann noch auf ihn reiten? Er soll nicht im Galopp laufen, ne? Möchte ich nur mal ganz kurz anmerken. Er soll einfach nur normal laufen. Kann ich mit ihm sammeln? Nee, natürlich nicht. Hier hätte ich jedenfalls drei Felder, wo ich noch was machen könnte. Absteigen. Wir gehen jetzt erstmal hier sammeln. Bleibt da unten stehen, na super. Oh, ein Orchideenmantis. Danke, du Raymond. Die habe ich gar nicht gesehen. Ich habe zwar gesehen, dass du gerade geschlichen bist, aber das war's dann auch. Ja. Ah, über die Brücke konnte das Pferd nicht rennen. Okay. Gut, interessante Sache, dass das Pferd nicht über eine Brücke rennen kann. Jedenfalls nicht ohne Reiter. Hier ist schon mal nichts. Nein, ich gehe diesmal nicht in die Mine. Interessant ist auch, dass der Löwenzahn nicht da ist, unterm Wasserfall. Eine gefleckte Heuschrecke. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Und ob wir hier was finden. Idal. Perfekt, schön, dass du da warst. Ja. Sammeln wir ein. Ja. Ich sammeln wir ein. Irgendwas zum Einsammeln. Nicht, dass ich jetzt hier sehen könnte, bewusst. Nee, da ist nichts weiter. Okay, aber das ist ja schon mal gut. Ist ja schon mal soweit erledigt. So, ich muss jetzt noch Geld machen. Das heißt, dann kaufe ich jetzt nochmal Rübensaat. Sollte ja innerhalb der kurzen Zeit noch funktionieren. Hi, perfekt, dass du da bist. Mensch. Yes, geh zum Angelladen. Angelwettbewerbspokal erhalten. Stimmt, der hat dich noch gar nicht abgeholt. Es ist immer lustig, wie die stehen bleiben. Wo kommt denn Amadeus jetzt angeritten? Sicher auf der Karte? Ah, da ist er. So, der Raymond, komm. Wir müssen jetzt erstmal Sachen pflanzen.
Okay. Ah, das kostet mich auch wieder Energie, ne? Okay, wir gucken einfach mal, ob es aufgeht. Schlafen muss ich eh. Bis 14. Vielleicht muss ich auch noch Sachen erledigen. Ah, und es ist auch wichtig, dass ich das bis 14 Uhr erledigt habe, weil ansonsten startet gleich der nächste Event. Dann lass uns mal losreiten, bevor hier gleich das Event startet. Ich weiß nicht, wie viel Geld habe ich? 7294. Da sollte es möglich sein, doch ein paar Sachen zu verbessern in der Schmiede. Aber natürlich möchte ich auch hier meine Freundschaften verbessern. Blauer Himmel. Moment. Du Raymond, danke. Ah, da ist er. Nee, ich hatte schon. Deinen Prinzen hatte ich schon. Dann gehen wir hier kurz in die Küche. Alles erledigt. Ach, Raymond, du stehst in meinem Weg rum. Also einen Begleiter bei sich zu haben, kann ein Fluch sein. Muss ich sagen, wie es ist. Werkzeug verbessern. Goldgieß kann ich, brauche so viel. Boah. Dafür brauche ich 24. Oh, puh. Dann nehmen wir erstmal die Eisenacker. Lass mich raten, Erze kaufen kann ich jetzt bisher nur Silber und Eisen, ne? Ich müsste wissen, wie viel ich habe. Ich kann hier, glaube ich, nicht auf mein Inventar zugreifen, was ich... Ne. Oh Mann! Etwas bessere Angel, dein Freund. Ein Kupferstecher. Das Ding ist, wenn ich da jetzt das erhöhe, dann fehlt mir hier die Sachen. Nicht genügend Materialien, aber wie viel fehlen mir denn? 40, 32, 24. 40, 32, 24. Halt. Na komm, wir reiten zu Oma mit dem Pferd. Ich will doch auch Amadeus kennenlernen. Braucht der lange zum Aufsetzen? Ah.
Hatte ich jetzt Pip heute schon? Ich glaube, Pip hatte ich schon, ne? Absteigen. Und Oma die Mispeln bringen. Okay. Und das haben wir dann alles erledigt. Das passt sich doch. Kann ich vielleicht meinen Stall vergrößern, dass sich das jedenfalls lohnt? Ja. Vielleicht habe ich ja dafür alles da. Machen wir gleich. Bauen. Guter Stall. Ich brauche anderes Holz. Okay. Ein Bienenstock. Wait a minute. Wo komme ich das Holz jetzt her? Da muss ich, glaube ich, echt meine Axt sogar noch verbessern. Ja, aber dann haben wir jedenfalls eine sinnvolle Erweiterung. Komme ich da rein? Ha! Wie geil. Einfach mal mit dem Pferd so eine Treppe runter. Arme Pferd. Kann ich sie noch auf Eisen bringen? Ja. Könntest du sogar auf Silber hochbringen. Fällt sogar ausgewachsene Bäume und das ist das, glaube ich, was ich haben möchte. Okay, jetzt erklärt er mir das mit der Axt. Das werden wir uns aber jetzt nicht so in ganzer anschauen, oder? Ja, ich kann ihn aufladen und es verbraucht mehr Ausdauer und so weiter und so weiter und so fort. Lege die Axt an und halte gedrückt, um Kraft aufzuladen. Lasse los, um die Axt zu benutzen. Aufgeladen fällt der Axt Bäume viel schneller als normal. Es wird aber auch mehr Ausdauer verbrauchen. Du kannst dich während des Aufladens bewegen. Ja, ja. Es ist genau das, was es immer ist. Also das hätte man vielleicht auch in einem packen können. Oder beziehungsweise man hätte eine Abfrage starten können. Pass auf, hat er das schon einmal gehabt? Dann, okay, dann sag einfach nur, du kennst das Thema. Du weißt, wie es bei den anderen Sachen ist. So ist es halt dann irgendwie, weiß nicht, komisch. Aber hey, jetzt dürfen wir Bäume fällen. Und da bekommen wir dann das Holz her. Ja, rein theoretisch, ich bin jetzt schon wieder fast pleite. Aber hey, wir reiten mit unserem Pferd. Mit Amadeus. Wir sind Nobby und Doraemon auf Amadeus und einem anderen Pferd. Wir reisen geschwind. Sind schnell wie der Wind. Und schauen wir noch mal, ob ich damit den Baum gefällt kriege. Normales Holz ist hier noch normales Holz, ja. Also wir können damit nur irgendwie normales Holz holen. Was ich ein bisschen schade finde. Das ist also irgendwo finde ich noch anderes Holz. Hey!
Irgendwie kann ich den Stall verbessern. Ich brauche dafür besonderes Holz. Vielleicht finden wir das Holz noch. Keine Ahnung. Ich kann es euch jetzt nicht hundertprozentig sagen. Was ich euch aber sagen kann, dass wir in der nächsten Folge dann schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich bin es definitiv. Sage, ja, ab mit dem Pferd in den Stall. Ich bringe jetzt noch die Sachen weg und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Schnell, ich muss die Sachen wegbringen. Weg, 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 weg. Das war's. Tschüss.